Ja, Leute, hier sitze ich. Willkommen zu Five Nights at Freddy's Security Breach und zwar zu dem DLC Ruin. Und hier mal ein paar Kommentare. Ihr habt mich zugespammt, ihr wolltet, dass ich dieses Spiel spiele. Und hier ist es, wir spielen es und mein Live-Chat ist auch dabei. Hier der Link, kommt gern vorbei auf www.twitch.tv/live. Die kleinen Sadisten freuen sich schon übel, dass ich das Spiel gleich spiele und mich richtig einscheißen werde. Deswegen lasst gerne einen Daumen nach oben da, über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und über natürlich einen netten Kommentar. Falls ihr euch auch in den Kommentaren verstecken wollt, tut das gerne. Wir gehen jetzt rein. Ich bin sehr ehrfürchtig und eigentlich dachte ich, ich kann mich um dieses DLC herum sneaken, aber schwer. Let's go. Oh, es kann nur find Gregory. Genau, es gibt ja mehrere Enden. Bei mir war tatsächlich das schlechte Ende. Gregory haben wir im ersten Teil gespielt, den findet ihr auch komplett Let's Played. Unten in der Beschreibung, habe ich komplett durchgespielt. Ich hatte, glaube ich, das richtige Ende, denn bei mir ist Gregory leider verschwunden. Gibt mehrere Enden. So, finde Gregory. Mit uns als Community Gnu? Come on, Gnu! So, Gregory ist im Pizzaplex gefangen. Nur du kannst ihn retten. Aber ob ich das will? Crazy. Gregory? Gregory? You there? I got your message. Gregory? Are you there? Oh Gott, wir sind back. Wie lange ist denn das schon her, dass der weg ist? Oh Gott. I don't get it. Why would Gregory tell me to come to this old place and then not be here? What is that? Maybe if I get up there, I can see better. Das halte ich für ein Gerücht, Girl. Don't go in alone. Alleine das ist doch schon genug, dass man es nicht tut. Da muss ich hin. Da haben wir ja richtig Bock drauf. Allein das Leiterklettern war schon gruselig. Yep. Und es ist noch hell. Es ist noch hell. Und da hinten ist schon so eklig dunkel. Mich hier mal durch. Es ist sehr cool, weil man sieht wieder alles, was man damals schon gesehen hat. Oh, hello. Thank you. For diese. Oh je, der Arme. Okay. Dann gehen wir da mal rein. Punky. Sehe ich auch so. Oh Gott, die ganzen kaputten Teile hier. Hallo, ich bin wieder zurück. Das sah aber alles mal schöner aus. Wie lang ist denn der Junge weg, dass alles so unfassbar hässlich werden? Oh, den habe ich gehasst. It's past midnight. It's past midnight. Oh Gott. Gilt es schon als erster verdammter, ihr wisst schon, Jumpscare? Ihr müsst übrigens viel klippen, Leute, ne? Klippen, klippen, klippen. Hallo? Hallo? Ah! Das wird eine Clip-Parade hier. Noch eine Taschenlampe, hey. Okay, ich nehme jetzt dieses süße Kuscheltier und dann gehe ich. Ist das in Ordnung? Hallo? Watch your step. Okay, wir nehmen diesen Hinweis jetzt einmal ernst. Was war nur eine Tür? I spent the night here and lived. Und hab hier gelebt. Okay. Ein Grund. Schon mal. Es passieren so viele Dinge. Das ist SOS. SOS? Was ist SOS? Ja!
Harry, wo bist du? Ich hätte irgendwie Angst, dass diese dummen Maschinen gelernt haben, die Stimme eines unschuldigen Jungens. Walrus. Oh, süß. I'm trapped. Is someone there? Gregory? Help. I got your message. Where are you? Help. Something grabbed me. It won't let me go. You have to find me. I'm trapped in the sinkhole under the raceway. Under Roxy Racers? That's all the way on the other side. I'm not even close. Ich glaube, Gregory ist einfach nur eine Disco. Genauso hört es sich nämlich an, wenn du deine Freundin verloren hast. Das sind genau die gleichen Beschreibungen hier. Okay, ich habe Angst, aber es ist okay. Ich gehe da hoch. Denn ich scheiß mir nicht. Ah, einfach so in die Hose. Mann! Okay, alles wird gut. Oh, voll laggy. Ich habe keine Angst, ich mach das schon. In der Leiter, das ist gruselig. Oh ja. Keine Ahnung, was ich sagen soll. Es ist gruselig, denn ich scheiß mir in die Hose. Ja. Oh, was ist denn das? 100% fataler Unfall involve human beings. Okay, also ab hier muss man dann Menschen involvieren. Okay, okay, okay. Hanging in there. Ja. Hanging there, halte durch. Vorsicht. Niedrige Befugnis, achten Sie auf Ihren Kopf. Warum steht es jetzt hier auf einmal so in Deutsch und auch so drüber? Das Schild passt hier doch gar nicht rein. Weird. Okay, ich komme jetzt durch den Schacht. Ich hätte jetzt richtig Lust hier zu pupsen, dann würde es die ganze Luft hier durchpupsen und schnuppern. Das war so schlimm, Leute. Kurze Realtime-Story. Ich habe halt sehr viel Eiweiß gegessen, hatte richtig Bauchschmerzen und es war heiß und im Sommer. Und ich habe halt gepupst und ich dachte, wird schon kein Problem sein, weil die Luft war schwer, bleibt halt bei mir. Wird nicht rüber zu meinem Partner wehen. War halt leider dieser Ventilator, der dann in dem Moment umgedreht hat und geschwungen hat. Und auf einmal, er so guckt mich richtig so an. Jasmin! Das war wirklich schlimm. Also das war wirklich schlimm. Ich habe mit einem Duft die komplette Wohnung verpestet. Ich weiß nicht, wie das möglich war. Holy shit. Ja. Chat ist genauso entsetzt. Mann! Genau so ist es dann auch geendet und genauso hat es gebrochen. I'm okay. Oh nein, wir sind in dieser dummen Küche. Oh no, we're in that kitchen. That's horrible. Oh oh, war ja nicht die Chica und hat die ganze Zeit gefressen? Oh, oh mein Gott, oh mein Gott, nein. Das ist irgendwie voll gerade Resident Evil 7. Ich weiß auch nicht warum. Oh mein Gott! Chica? What happened to you? You look awful. Das Spiel hat gerade erst angefangen. Wie viele verdammte Jumpscares hatten wir schon? Mann. Außerdem sieht die aus wie aus Resident Evil oder sowas. Mein Gott, ey. War schon wieder so ein dummer Arm, der nach mir greift. Das ist wirklich wie eine Disco hier. Ah, die Mülleimer. Ich hätte gern so einen Mülleimer. Das wäre richtig süß. Was ist das hier? Wer übrigens Story spoilert oder sonst was, wird auf ewig gebannt, ne? Ich möchte es nur mal sagen. No excuses, egal ob Sub oder nicht. What's this thing? I think it's supposed to power the door. Ich rede von Story spoilern. Nicht vom im Spiel helfen, das ist okay. Okay, hier fehlt mir irgendwas. Hm,
Kann ich den Stuhl nicht einfach wegmachen? Das wäre doch wohl das Einfachste. Aber hey, wir müssen das Spiel unbedingt dramatisch machen. Wir müssen das hier irgendwie kapisch machen. Boah, das muss das alles stinken. Oh ja, und wie soll ich da drauf kommen? A fast wrench. It's just like my dad's. Okay, Infos anzeigen. Was kann ich damit machen? The fast Kreuzschlüssel für Festtechniker. Okay, kann ich das da hinten irgendwie anwenden? Tatsächlich. So, lade alle Leitungen auf die korrekte Menge auf. Zeige mit dem Fass Kreuzschlüssel auf die Leitung, um sie aufzuladen. Oh, es war zu viel, ne? Aha. Ah, okay, ich verstehe, glaube ich. Ja, okay. I did it! Ah nein, die Tür ist wieder so. I did it. Pizza, Pizza, diese ganzen Details machen mich verrückt. Das ist so furchtbar. Wir waren doch auch unten in diesen furchtbaren Keller oder Ruinen oder was auch immer das war. Müssen wir da jetzt wieder hin? Oh nein. Warum muss ich durch die schlimmsten Passagen? Das war so furchtbar, weil da waren überall Schweine. Die sind mir hinterhergerannt. Nein, genau da. Und da musste ich immer so mich nicht umdrehen, weil die mir hinterhergerannt. Ich hasse diese Passage, war die allerschlimmste überhaupt. Ich habe ein Flashback. Das war so furchtbar damals. Ah, genau deswegen. When you tried your best. Ladies and gentlemen, thank you for visiting, and we hope you enjoyed the show. Leave me alone! Ich bin hier, um Gregory aus der Disco zu befreien. Das hat sich sehr nach Berghain angehört. Ich komme. Ich komme, Gregory! Ich weiß, wie schlimm du dich fühlst. Oh, ist das ein kleiner Insider? Redet der mit mir? Boah, ich würde hier durchdrehen. Warum ist denn das alles so kaputt? Wisst ihr das? Weil als wir gegangen sind, also das war ja nicht so zerstört. Ist eine Bombe draufgefallen? Oder so? Was in der Art? War das gerade etwa ernsthaft nur der Trailer oder der Prolog? Ow, my head. Where'd that freaky Monty thing go? I better find a way out before it comes back. Excuse me, war das jetzt etwa ernsthaft der Prolog und wir hatten jetzt schon so viel Jumpscares? Ich würde jetzt gerne eine Petition starten, dass man sagt, save the GNU. Und unterschreibt bitte alle die Petition, damit ich das hier nicht weiterspielen muss. Das ist ja furchtbar. Excuse me, ich muss hier raus. Das ist scheiße. Vor allem den habe ich damals gemieden. Ich habe den nicht gemacht. Ich habe nur die Foxy gemacht. Oder nicht die Foxy, sondern diesen lilanen Fuchs. Und den habe ich gemieden. Habe ich den gemieden? Ich weiß es gar nicht. Irgendeinen habe ich gemieden. Ja, den. Oh mein Gott. Free mask. Please take a mask. Take a mask. Take a mask. Kennt ihr das, wenn ich irgendwie durch die Straßen laufe und ihr wollt einfach in Ruhe einkaufen? Jemand tut euch was andrehen?
Und ihr seid zu People Pleaser, dass ihr dann sagt, okay, nehme ich. Please enjoy. Weird. It's not a Bonnie mask. Look at all the genau, wires Roxy, and Roxy. Dankeschön, ich werde die Sicherheitsmaske mit Info. Was ist das? Eine seltene Maske, die ein Fatz-Techniker liegen gelassen hat. Und was bringt mir die? Sicherheitsmaske anlegen. Cool. Willkommen zu Vanny. Ach, das ist Vannys Maske. Der virtuellen augmentierten Neutral-Netzwerk-Integrationseinheit. Neue Benutzer erkannt. Occipital-Transponder wird gekoppelt. Das wird überhaupt nicht wehtun. Ach, das ist Vannys Mask. Oh. Kann ich einfach durch? Oh. Crazy. Hallo, echte Welt. Du hast Glück. Über das Transponder-Implantat kann ich drahtlos mit dir kommunizieren, selbst wenn du die Maske abnimmst. Als Techniker der Klasse 5 hat man eben seine Vorteile bei der FATS-Herstellung. Natürlich musst du deine Maske wieder aufsetzen, wenn echte Arbeit auf dich wartet. Gruselig. Okay, laden wir mal die Leitung. Wie so Blut, den du da irgendwie reinlässt, so flop. Nice to do, nice to do. Ach so, was eigentlich mit der Vanny? Die muss ja doch auch irgendwo rumlaufen. Oh, die waren so süß, als hätte ich auch gerne bei mir im Haus. Dass wenn ich nach Hause komme, das mich einfach anschaut. Ist einfach nur glücklich. Guck mal, süß. Einfach süß. Cute. Warum kann ich den denn deaktivieren? Was geht denn hier eigentlich? Wie sieht denn eigentlich der Unterschied aus mit Maske und ohne? Ach, da kann ich überall gar nicht durch. Aber warum sollte ich den denn deaktivieren? Kriege ich dann Power? Oh, er ist gestorben. Gute Nacht. Okay, whatever, was auch immer das jetzt gebracht hat. I swear that Dory was blocked. Ja. Kann ich die Maske unendlich lang anlassen, oder? Hello from the other side. Okay, da sieht man quasi immer, welche Türen aufgehen mit ihr. Dann let's go. Was für ein Cheater, ey. Voll der Beschiss. Ach, kann ich die Maske auch gar nicht ausziehen. Witzig, ey. Die ist ja richtig OP. Crazy, wie die rumbescheißen konnte. Dead girl. Oh, crap. Das sieht so schön aus. It is so beautiful. What's that supposed to be? Das ist ein fenstergesteuertes Fassbär-Technik. Kamerastation, du hast Glück. Sie ist schon aufgestellt und hat eine Sicherheitsfunktion. Und. Immer den Kabeln folgen. Oh, eine Spielekonsole. Oh Gott, ich bin so schlecht in sowas. Nein, danke. Nicht heute. Es kann sein, dass WLAN-Signale in Vanny-Netzwerk sichtbar sind. Golfit. Not today. Not today. Ich muss meinen Freund finden. Keine Zeit für Spaß. Okay, jetzt kann ich hier wieder durch. So crazy, aber warum ist denn das so?
Das ist schon echt gruselig. Was war das jetzt bitte schon wieder? Kann ich da irgendwie durch? Da ist auf jeden Fall irgendwas für mich drin. Das ist so lustig gemacht mit der Maske. Aha. Sie hat aber irgendwie komischerweise so begrenzte Bereiche, aber in manchen kann sie rein. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Oh Gott, traue nicht den... Oh nein, nicht das Ding. Oh Gott, es gab ja mittlerweile schon so viele von denen. Lasst mich bitte in Ruhe. Such bitte weiter nach mir. Ich brauche deine Hilfe. Gregory, I can hear you. If you can hear me, turn off all security. Turn it all off. Security? What are you talking about? None of this makes sense. Security knows. Find them and turn them all off. I can't get out until that happens. Gregory? Security notes? What the heck are those? Oh, I don't know. That door's electrified. Something's gotta be powering it. Ah, ja, okay. Diese Tür befindet sich im Notfallsperremodus. Deaktiviere diese nervigen Knoten. Okay. Folgen wir mal dieser imaginären Stromleitung. Diese Kinder schreien hier alle so grausam. Ist ja furchtbar. Ich höre diese ganzen Kinder hier so gruselig lachen. Wie so kleine Schweinchen quieken die. Aha. Immer schön dem Kabel lang. What the hell ist das? Okay, zuerst Knoten aktivieren, deaktivieren. Kannst du es hier mitmachen? Find the child notes first and deactivate them. Follow the data paths. For whatever reason, they react to your flashlight. Aha, da komme ich nicht lang. Ah, am Boden. Mhm. Verbinde die zueinander passenden Hologramme, aber überkreuze die Linien nicht. Verbinden? Mit der Maustaste? Ach so, okay, ich muss draufdrücken. Ah. Verbinden. Oder muss ich die... Verbinden, sodass die Linie nicht berühren. So, löschen. So. Und welche Linie dürfen sie nicht berühren? Aber bekreuze die Linie nicht. Tue ich ja gar nicht. Ach, der Muffin auch. Muffin zu Muffin. Ach so. Ach so. Okay. Ah, okay, verstehe. Jetzt geht's schon wieder nicht. Okay, okay, I see. Okay. Okay, okay.
Eigentlich macht es ja fast immer mehr Sinn, die Maske einfach anzulassen, oder? Muss da noch irgendwo ein Kabel sein. Gut gemacht, Knut, danke! Hab's nicht gerafft. Oh no, Roxy. Foxy. Oder Roxy. Oder wie sie alle heißen. Also konnte dieser Hase quasi in einer anderen Welt sich bewegen als wir? Aber ich weiß noch nicht warum. Ja, mit der Maske sieht echt alles cooler aus. Okay, da ist wieder eine Alarm. Ich habe eine eine anomale Entität im Bunny-Netzwerk entdeckt. Bitte sie doch sofort zu gehen. Sollte das nicht funktionieren, verlässt du am besten den AR-Modus und wendest dich an unseren rund um die Uhr erreichbaren Kundendienst. Shit. Kundendienst? Kann ich hier irgendwie mit der Maus? Ne, ich kann ja nichts machen. Komme ich denn auf die nächste Cam? Oh mein Gott. Was tue ich jetzt? Unbekannte Entität und Sicherheitskontrolle übernommen. Was mache ich jetzt? Oh shit. Oh fuck. Was auch immer das bringen soll. Shit! When you tried your best, but you don't succeed. Ach, Maske ausziehen. Oh. Oh, ah. Oh, Maske ausziehen. Ja, jetzt bin ich leider tot. Das dumme Ding. Gott, das ist ja furchtbar. Ist immer noch eins an, verdammt. Wo ist denn das nächste dumme Ding? Das ist da, oder? Schnell, 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 schnell! Wo latschen der rum? Der eklige Typ. Ist aber ganz zackig, ne? Oh nein. Are you serious? Das ist ja furchtbar. Weil während ich das anhab, leuchtet dieses dumme Ding da einfach weiter rum noch. Ich gehe jetzt zurück. Oh Gott, Leute. Das ist erst der Anfang.
Muss ich noch mehr machen oder reicht es? Ja. Bitte lasst mich... Oh, da ist irgendwas gestorben und explodiert. Der Hase kommt, wenn du die Maske zu lang anhast. Ach so, okay, das heißt, wenn ich... Ach so. Okay. Ich verstehe. Oder schon wieder eins. Okay, und hier ist auch schon wieder was. Es geht alles darüber, da komme ich aber nicht rein. Oder vielleicht doch. Oh. Kann ich da hoch? Nee. So, ich muss es einfach hier machen. Ah. Kurz die Maske ausziehen. Ich habe keinen Bock auf Stress. Wie lange muss ich die Maske auslassen, damit hier keiner kommt? Es fehlt immer noch einer. Ah, hier. Okay, ich hoffe, der kommt jetzt nicht. Nicht leider das starke Gefühl. Dass diese dummen Dinger kommen. Ich glaube, das ist jetzt... Ja, es ist offen. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll oder weinen soll. Ich weine! Ah! Frage beantwortet. Danke! Das ist, sagst du so leicht. Ich will nach Haus. Ich hab mich voll dientet. Die Maske ist wie so ein Trip, ey. Wie wenn ich mein Make-up anziehe, das sehe ich genauso. Die Daycare. Oh. Ganz verstaubt in die Ecke gestellt. Warum muss ich die eigentlich deaktivieren? Die sind doch total süß. Schlaf. Ich finde, mit der Maske ist alles so viel schöner. Wie die Tür aufgeht, so. Wieder mal Zeit für einen Jumpscare, oder? Oder nicht? Hab's gewusst. Boah, ätzend.
Dass die immer noch leben, diese Dinger. Also ich muss sagen, also wir spielen das Spiel jetzt gerade mal eine halbe Stunde und es sind eigentlich, ist es schon sehr tough. Kann nicht mehr. Da möchte ich schon gar nicht rein. Es ist ja furchtbar hier. Ich habe ja ganz schreckliche Flashbacks. Und was mache ich da eigentlich die ganze Zeit? Damit das mal jemand erkläre. Ah, die Pizza. Die sind immer verdächtig. Ich glaube, ich darf sie nicht zu lange auflassen, ne? Hat die zu lang offen, ne? Kann es sein, dass ich sie zu lang auf hatte? Oh nein. Oh Gott. Bitte nicht. Wieso bin ich denn so entspannt? Warum ist denn dieses Mädchen so entspannt? Bisschen zu viel Melatonin-Tee getrunken oder was? Bisschen Angst. Das ist ja schon so unangenehm, wenn man hier... War zu lang, ne? Zu lang die falsche Maske aufgehabt hier. Okay. Okay, let's go. Aber was tue ich da? Kann mir das irgendjemand erklären? Und wie lange muss ich die Maske auslassen, damit hier... das wieder auf Null resettet wird. Okay, ich mach mal kurz die Maske nochmal ab. Sicherheit ausschalten. Aber warum sollte ich das tun? Nur weil das der Gregory will? So doof kann ich doch nicht sein, dass ich nicht checken, dass vielleicht sogar Maschinen die Stimme imitieren können, oder? Also ich würde nicht glauben, dass es Gregory ist. Und hier bei den Dingern muss man sich schon immer ein bisschen beeilen, ne? Werden bestimmt später auch noch mal schwieriger werden. Hilfe. Du überbrückst damit das Sicherheitssystem, okay. Anamul. Oh nein. Oh nein. Okay. Bedeutet, ich muss jetzt wieder zurück? Und wie erkenne ich die? Ach, da muss ich wieder hin. Okay, das heißt, ich muss jetzt zurück. Oder den? Ach so, du musst E drücken und das perf- Ach so. Ah. Ah. It's gone. Geil. No way. I walked through a big screen and now I'm in Superstar Daycare? Cool. No way this is real. That screen was there before I looked at the camera. I swear. Das so cool ist, weiß ich nicht, Girl.
Du musst dir um nichts Sorgen machen. Alles scheint absolut normal bereits zu sein. Du halluzinierst wohl. Da bin ich mir nicht so sicher. I'm in daycare. Is there a way out of here? Get to the daycare theater. There's a way down to the catwalks. Should help you get to the raceway. Hm. Das ist ein sehr verstörendes Bild. Ich meine Licht die ganze Zeit. Sind das nicht die ekligen Dinger? Das sind die ekligen Dinger, die einen verfolgen, wenn man sie nicht anschaut und anleuchtet. Oh mein Gott, ich habe die so gehasst. Ja. Genau. Oh nein. In der Welt von Vanni gibt es diese ekligen Dinger nicht. Oh nein, jetzt bin ich hier. Oh nein. Ich hasse das. Ich will hier nicht sein. Ich hasse es hier so sehr. Boah, das war so anstrengend. Oh nein. Oh nein. Nein. Oh nein. Bitte nicht. Hey, die ist so brave. Die schreit nicht einmal. Oh nein, ich will nicht. Ich kann meine Maske nicht verwenden. Weil der Typ wahrscheinlich da ist, ne? Oh shit. Komme ich nicht mehr hoch? Den. Reboot! We need to be whole! You want me to reboot you? With this? Not daunting. Lights on! Lights on! Generators on! Offenbar hat die Kita-Aufsicht eine Fehlfunktion. Das grelle Licht scheint sie zu verwirren. Okay. Ach, ich werde immer wieder rausgefeuert, sobald ich das... Aha. Ah, okay. Ich bin immer wieder woanders, wenn ich die Maske abziehe. Ich bin immer wieder hier. Und ich muss hier diese Ding finden, ne? Ah, hier. Okay, das heißt... jetzt da rein. Ich muss es hier irgendwie öffnen, ne? Ja. Oh, der will hier rein. Okay, ich lasse mal ein bisschen die Maske aus. So, kommt der, geht der wieder weg? Ja, okay. Erst Mond, dann Sonne. Gut, schnell. Gut.
Okay, jetzt ist es offen und dann muss ich da rein. Boah, es ist anstrengend. Oh. Und jetzt lasse ich die Maske an oder ziehe ich sie aus? Ich glaube, wenn ich sie ausziehe, bin ich nur kurz testen. Ach, kann ich gar nicht. Ist aber nicht gut. Jetzt kommt ja auch diese gruselige andere Anomalie. Oh shit, und zwar jetzt, ne? Muss ich zur Sonne? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss. Muss ich zu dem Typen hoch, oder? Ich muss den rebooten, kann es sein? Shit, kommen wir gar nicht weiter. I don't like it. Weil ich nicht weiß, was passiert. Okay. Das ist schon sehr cool gemacht. Der nicht und greift mich gleich an. Safe place. Safe space. Nobody can do me anything here. Hier auch nicht. Okay, ich sehe es. Okay, ich sehe es, aber ich habe Respekt davor. Also, wir brauchen jetzt dieses Ding da. Ja, so muss dieser. Da ist die Sonne gewesen. Oh Gott. Ich hatte sie zu lang auf. Oh, shit. Shit, kann nicht mehr raus. Ich ziehe jetzt die Maske kurz aus und warte, bis der weg ist. Ihre aktuellen Aufgaben aus dem AR-Modus umgehen zu verlassen. Ja, easy. Geht der weg wieder oder bleibt der? Oh Gott, ich hasse euch alle. Ah. Shit. Man muss hier weiter, ne? Bitte lass mich einfach nur. Nothing, nothing. Make it stop. It makes us hurt.
Schon so ein bisschen. Wohin? Wohin? Oh. Oh Gott. Es ist so stressig, ich weiß nicht wohin. Der Junge macht's nicht besser. Was kann ich denn tun? So, was muss ich jetzt tun? Muss ich jetzt meine Maske ausziehen und dann killt er mich? Oder ohne Taschenlampe? Boah, ich würde ihn nie neu starten, ne? Der benimmt sich genauso wie ich, wenn ich meine Periode habe. Ja, man kann ihn überhaupt nicht einschätzen. Eine Sekunde ist er nett, will ich umbringen und der anderen. Oh mein Gott, was für ein Fiebertraum. Boah, ich habe die Passage mit dem damals so gehasst, ey. Furchtbar. Okay, das heißt, wir setzen die alle zurück, damit die nicht mehr so einen so einen Dachschaden haben, oder? Gott, Hilfe. Okay. Oh, nochmal zurück. Okay, ich mache noch kurz die Maske aus. Bin ich gar keinen Bock, dass der gleich wieder kommt. Aha. Aber wieso ist es immer an so ein paar komischen Orten irgendwie befestigt? Die Sicherheit. Hat die das an irgendwelche Gegenstände befestigt? Ich verstehe das nicht so ganz. Also ich weiß, dass wir da das Sicherheitssystem kaputt machen. Aber was ist hier passiert? Weil die ganzen Dinger sind kaputt, alles ist explodiert. I don't understand it. Was? 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 Ja, ich bin auf der Gamescom, Kiddies. Süßies. Ich sag euch noch, wann und wo ihr mich finden könnt. Ich habe Fragen. Um Gottes Willen, nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Und wie soll ich das jetzt schaffen? Alter. So psycho. Wirklich.
Fuyu. Oh, das ist scheiße. Da wird mir ja irre hier. Okay, und wo ist es jetzt? Ah, diese dumme Figur da oben, um Gottes Willen. Ah. Es wird ja richtig stressig. Okay, ich hab's. Okay, ansonsten fürchte ich mal fast, ist hier nichts mehr. Oh Gott. Erstmal auf mein Leben klarkommen hier. Uiuiuiui. Ich will hier gar nicht durch. Tatsächlich sieht er mich nicht, wenn ich die Maske auf habe. Ah, okay, der sieht mich nicht. Gott. So. Wo ist jetzt noch hier ein Problem? Hier hinten. Oh, das ist jetzt blöd, ne? Oh Gott. Oh, bad. Okay. Wenn man halt die Qual der Wahl hat, ne? Einer fehlt noch. Hey, there's another one of those signals. If it's anything like Monty Golf, it must lead to whatever's locking the theater. Okay, aber schnell jetzt. Okay, ganz schnell. Damn, 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 damn. Bam, bam, bam. I bet the doors are open now. Okay. Oh Gott, oh nein, lasst mich alle in Ruhe. Oh Gott, jetzt bin ich hier. Oh mein Gott. Okay. Okay. Mal kurz die Maske ausziehen, kurz ein bisschen chillen. Puhuhuhuhu. Boah. Okay. Yo, yo. Ich
hat ein bisschen zu lang gedauert, verdammt. Oh Gott, das ist ja stressig. Da war gerade Gregory. Ja, ja, war das Gregory? Gibt's hier irgendeinen imaginären Balken, wenn der Sack immer kommt? Okay, jetzt müssen wir alles von vorn machen, geil. So, eins. Zwei. Ich hab's, lass mich in Ruhe. Zwei Tode, was hier? Zwei Tode, ich lebe noch! Okay, und now? Kann ich da rein? Oh. Lustig, ey. Ist voll aufwendig, dass sie hier die ganze Zeit zwei unterschiedliche Welten bauen mussten. Oh shit, hier sind überall. Das so gemein, ne? So gemein einfach nur. Das ist so ein Fiebertraum hier. Hallo! Geht's da rein? Was bringt es eigentlich, wenn ich die alle ausschalte? Okay. Okay, da geht's nicht rein. Okay. Also hier kann ich nichts mehr machen, glaube ich. Okay, let's get ready. Gleich, oh Gott, ist über Blut, oder? Ah, nee, dachte gerade. Gott, ey, das ist so furchtbar hier. Fahr da mal rein hier in den Lachs. Oh Gott. Das spielt sich alles nur in deinem Kopf ab. Nimm die Maske ab und sie selbst. Das ist schon hart hier, ne? Das ist wirklich gestört. Das wären wir gestört. Ich finde die Musik wirklich entspannt. Ich nicht! Wirklich
wirklich, wie so ein bisschen verrückt geworden hier. This vent is creaky. I really hope it's... Oh mein Gott. Oh nein, Monty. Monty Gator Golf. Oh nein, weil wir es vorhin nicht spielen wollten. Das geht nicht, Vanny. Netzwerk ist momentan nicht erreichbar. Okay, alles gut. Oh Gott. Seit wann hat der Haare? Ach witzig, die hat ihn abgeschnitten. Nee, die hat sie frisiert. Sag euch eins, wenn der Five Nights at Freddy's Film hypt, dann werden die das irgendwann alles nachbauen. Das war Bonnie. Ach witzig, jetzt hat der, stimmt, der hat ja Haare. Jetzt war das so ein bisschen sein Lebenslauf, ne? Fast wie in Resident Evil 4. Okay, ich wollte hier nie sein. Warum bin ich's jetzt? Cassie, where are you? Gregory, I made it to catwalks. You said I could get to the raceway from here? Hold on. The schematics say there's a way to redirect the gondolas to the maintenance room. Deactivate the security node. Then use the track control. Gregory, you there? Oh shit, ich bin gestorben. Huch, das kriegt man mit der Maske alles gar nicht immer so mit. GG. GG. G-Unit, Unit. Okay. Alles unter Kontrolle. Gregory, I made it to catwalks. You said I could get to the raceway from here? Hold on. The schematics say there's a way to redirect the gondolas to the maintenance room. Deactivate the security node. Then use the track controller. Gregory, you there? Of course not. Ah. So, security node and tracking controller. Whatever that is. Okay, nice. Ah, okay, die haben mich runtergehauen, die Dinger. Unverschämt. Ach, hier ist rutschig. Floor is all slippery. Unverschämt. Ich laufe jetzt hier weiter. Ach, da muss ich aufpassen, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, da muss ich so mit rüber. Okay, da brauche ich wieder eine Gun, um das abzuknallen. Oh, 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 oh Gott. Oh. Das sieht gut aus. Ist auch noch nichts zu finden irgendwie. Okay.
Yes, easy. Etsy. Okay. Wo auch immer ich gerade was weggehauen habe, ich weiß es nicht. Ich will hier einfach nur nicht sterben. Oh Gott. Oh Gott! Kann es sein, dass ich wirklich durchgedreht bin und die Maske einfach so eine Art schizophrene Parallelwelt ist? Ja, Sí, señora. Looky, looky. Oh Gott, Vorsicht, jetzt nicht sterben. Es ist ein Pain. Gott. Pain. Wir müssen einfach nur den Kabeln folgen. Die Kabel sind im Prinzip das, was wir immer in dieser, in unserer anderen Vision sehen. Deswegen folge ich jetzt hier den gelben. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Kein Stress, alles gut. So, oh Gott, was ist das? Kann ich da drüber? Alles gut, ich zieh's ja schon aus mit deinen eigenen Füßen, Dummerchen. Boah, der beleidigt mich voll. Boah, die kommt aber schon schnell, ne? Diese dumme Anomalie. Das Kabel ist hier lang. Okay, ich muss hier einfach nur weiter. Easy, easy. Die kommt so schnell. Hier. Wieder eine Gunne. Boah, wie viel hat's denn da? Das ist ja furchtbar. Problem ist... Ja, geht doch. Dass nämlich die Maske nicht so lange anlassen darf. Slippery, slippery. Habe ich irgendwie einen Teil verpasst? Was passiert, wenn die Maske zu lang rauskommt? Dann kommt so ein gruseliges Ding, was mich verfolgt. Alter. Ah, da geht's lang. Okay, ich muss also da lang, um die Ecke. Okay. Hier lang. Oh Gott. Das war jetzt aber knapp. Okay. Kann es sein, dass der immer öfter kommt? Der Dude. Okay, jetzt kann ich wieder zurück und kann den anderen Weg lang. Jetzt gehen wir mit dem roten Kabel hinterher. Der Hase kann auch Monty rufen, ne? Das ist ganz toll. Das ist schön, dass er das kann. Okay, ich gehe nochmal zurück. Ugh.
Okay, ich folge jetzt dem roten Kabel. War doch hier. Hier lang. So, slippery, 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 diese Kabel, ey, wer hat denn die verlegt? Furchtbar. Was kann ich hier eigentlich sehen? Ah, look at this. Dann fehlt jetzt nur noch das blaue Kabel. Das war hier hinten irgendwo. Slippery, slippery, slippery. Okay, hier jetzt. Ah! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein, ich bin tot. What happened to it? Ich habe mich darum gekümmert, dieses Gebiet ist jetzt sicher. Geil, das kannst du öfter machen, mein Freund. Yeah, with my help, I have been helping with the signal jammer. That rabbit thing won't bother you anymore. Okay, mach das bitte immer. Okay, das heißt, er wird mich jetzt gar nicht mehr bothern. Oder er wird mich noch bothern. Joi. Okay. Gut. Dann wieder back. Ich glaube nicht, dass ich jetzt einfach hier meine Maske anlassen kann, oder? So comfy. Komme ich denn jetzt eigentlich wieder zurück? Kann ich jetzt einfach die Maske anlassen? Scheint so. Aber jetzt noch. Wahrscheinlich kommt dann demnächst noch irgendwas anderes Gruseliges stattdessen. So. Ich will zurück. Hier muss ich lang. Genau, dann hier durch. Hey, das ist voll der Beschiss. Why am I dead? Why? Why I died? What happened? Es hat gespeichert. Yippie! Okay. Es waren noch gar nicht so viele Tode heute, Leute, muss ich schon sagen. Plopp. Plopp. Da kann man weiter nach da schauen an. Gott, das fühlt sich alles so falsch an hier in dieser Welt. Okay. Ah. Da kann doch ich wieder was machen. In der echten Welt. Endlich wieder zurück. Back in the game. So, jetzt machen wir erstmal das voll. Dann das ein bisschen. Und dann wieder das ein bisschen. Und dann lassen wir alles runterfloppen.
Yeah. Was ist jetzt, passiert? Ja, entspann dich. Oh, es werden immer mehr, ne? I don't like diese. Ah, verdammt. Yes, werden jetzt immer mehr. Hallo an alle Stinker. Okay, jetzt muss ich, glaube ich, diesem Kabel da folgen. Oder? Das ist doch irgendwo so ein Kabel. Und der Hase, der belästigt mich jetzt nicht mehr. Oder muss ich da jetzt hier so hin, ohne das? Oh, slippery, slippery. Wofür war denn das eigentlich? Yeah, es geht weiter mit der Kaffeefahrt, Leute! Ah, oh, ist eines abgestürzt, ne? Da würde ich mich ja auch... Oh Gott, das ist ja wie ein Trips-Drill. I'm a little bit scared. Okay, hello. It's me. You did great. You're getting closer. How do you know? How are you doing any of this? Ja, wirklich. I'll explain it all when you get here. That thing is here again. I gotta hide. Save me, Cassie, please. Boah, ich trau dem nicht. I don't trust him. Ich weiß jetzt nicht, wohin ich muss. War das hier nicht diese nervige Sache, wo auch der Freddy Bear hing? Nee. Na genau, da kamen wir her. Die sehen aber auch ultimativ gruselig aus, ne? Die Dinger. Muss ich schon sagen. Das kommt auf jeden Fall auf YouTube, ihr Süßies, ja. Ah, okay. Es wird geladen. Extra der Ladebildschirm, damit keiner denkt, es ist hängen geblieben. Keine Sorge, wir laden eine weitere tödliche Sequenz für dich. Dankeschön. Nee, uncut kommen die tatsächlich. Was ist denn das? Ach, kleine Cupcakes. Was? Schon, Likey? Schon? What? Okay, machen wir das mal hoch. Yeet. Okay. Dann mache ich die aus. Was bringt es, dass ich die ausmache, Leute? Okay, kann man hoch. Der Bär sagt, gehen Sie da hoch. Schauen Sie in diese vertrauenswürdigen Augen.
Okay. Ist wieder ein Sicherheitssystem. Ja, dieser Schlüssel ist schon ziemlich praktisch, muss ich sagen. Machen wir erst das hoch. Ich bin auf der Gamescom, ja. Auf jeden Fall. Deswegen, ich werde euch noch gucken, dass ich euch vielleicht nächste Woche sagen kann, wann und wo ich wo bin. Wo zur Hölle bin ich? Was ist mit Gregory? Gab es nicht mehrere Enden? Oh. Okay, nochmal. Pulle, pulle hoch. Ey, das ist so viel Stromzeug. Es hat so Angst, dass hier irgendwas explodiert. Biu, biu, biu. Also ich habe eine Theorie, darf ich die euch sagen? Oh mein Gott. Meine Theorie ist, Gregory ist eines der Monster geworden und der will deswegen, dass wir das Sicherheitssystem locker machen, damit er als Monster entkommen kann. Also ich glaube, es ist auch nicht Gregory, der mit uns redet. Ich glaube, das ist jemand Böses. Vielleicht ist es Vanny sogar. Vielleicht redet sogar Vanny mit uns. Durch die Maske. Und will uns eigentlich halt nur Böses und möchte befreit werden und nutzt halt Gregorys Stimme als Köder. Oh mein Gott. I got kicked out of the Vanny network. You said you got rid of that rabbit thing. What happened? Offenbar hat die Entität meinen Signalstörer umgangen und einen eigenen aktiviert. Dieses Gerät da unten ist ein AR-Hammer. Bis er deaktiviert ist, kannst du nicht auf Vanny-Netzwerk zugreifen. Oh Gott. Okay. Was mit Vanny eigentlich passiert? Also mich interessiert sehr... Ich bin auf der Gamescom, Leute, ja. Ich sag euch wann. Ich würde mich freuen, wenn wir uns sehen. Ich bin auf ganz vielen Bühnchen. Ich gebe auch Autogrammstündchen. Aber wann und wo wird gerade noch geklärt. Ich mache wahrscheinlich eine mit Maxify zusammen. Und wahrscheinlich auch noch so. Könnt ihr mich überall treffen. Alles easy. Genau deswegen. Mich würde interessieren, was ist hier passiert? Warum ist das alles so? Oh Gott. Hey. Oh nein. Jetzt bin ich mit Chica unten. Hey, Chica, Chica. Oh Gott. Danger, ja, ja, I know. Oh, ich wusste es. Was ist denn das, bitteschön? Oh, es ist so furchtbar. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Mitleid haben soll oder sie hassen. Ich hasse sie. Die sieht doch sicherlich nichts mehr, oder? What is that stuff? Weird battery acid? There's no way I'm getting near that. Hey, die ist so obergechillt. Ich würde da durchdrehen. Ich will erstmal eine Runde. Oh Gott. Sieht die mich oder nicht? War das da vorne?
Ach gut, ich friss da jetzt. Okay. Bitte drücken den blinkenden Sprechanlage-Knopf. Gregory! Are you there? Hey! That's my voice! Netter Trick, was habe ich aus Aufnahmen deiner Stimme gemacht? Erfahrene Angestellte verwenden solche Sprechanlagenaufnahmen, um Animatronics an bestimmte Orte zu lotsen. Ah, okay. Oh Gott. Hilfe. Help. Ich weiß nicht, ob die gut hört oder sieht. Ich kann sie noch nicht so einschätzen. Lass mich! Furchtbar. Oh Gott, dass sie aber immer noch den Willen haben, mich zu töten. Das kann ich jetzt ausstellen, oder? Finally, bet I can use the mask again. Yes. I can use my mask again. Ja, also wie gesagt, wir müssen alle Sicherheitssysteme ausschalten. Ist schon mal, glaube ich, keine gute Idee. Alter, der kommt immer öfter. Und ich glaube, der Hase ist gar nicht böse, der hier erscheint. Ich glaube, der will uns einfach nur daran hindern, dass wir diese Maschinen, die er wahrscheinlich wieder beruhigt hat, ausschalten. Wir anschalten. Und man hört ja auch die ganze Zeit so ein ekliges Gregory. Ja, dieses Gregory. Okay. Also, als hätte ich hier irgendwie diese Erinnerungen von Gregory drin. Also, irgendwie ganz weird. Sieht aus, würde ich in den Hasenarsch reingehen. Okay, so, das heißt, let us mal looky looky. Ah, da ist was Grünes gewesen. Eine Lunchbox, ja, Maisch ist süß. Kann ich da irgendwie hoch? Ah, da war doch was. Der Lutscher. Der Schlotzer ist es, Leute. Okay. Also ich glaube, das, was wir tun, ist nicht gut. Ich könnte mir auch fast vorstellen, dass wir als Gregory... Dass der Freddy, der Bär, der ist ja eigentlich der Gute gewesen, dass der irgendwas gemacht hat, dass alle Systeme eingeschlafen sind und deswegen alle bösen Maschinen ausgestellt sind. Und wir werden jetzt von der Stimme, weil ja gerade dieses Gerät auch uns gesagt haben, sie haben ja die Möglichkeit, die ganzen Stimmen zu lernen von den Kindern, dass gerade wahrscheinlich die Vanny mit der Stimme von dem Gregory dafür sorgt, dass wir, deswegen hat uns dieser Roboter auch ihre Maske gegeben, dass wir diese ganzen Sicherheitssysteme ausschalten, damit sie wieder die Gewalt darüber hat. Könnte ich mir vorstellen. Also ich bin nur am Überlegen, ne? Also das heißt noch gar nichts. So, eins. Shit. Nee, das war nicht richtig.
Noch mal kurz überlegen. So. Ja, das klingt logisch, ne? So, mach mal. Also die Sterne. Shit. Zu langsam. Shit. Nicht so easy. Unter Zeitdruck bin ich nicht gut. Das muss ich doch nochmal ehrlich gestehen hier. Nochmal. Okay, das stimmt schon mal. Ah, das bleibt. Okay, das ist ja gut. I did it! So. Nice. So. Warum soll ich die ausstellen? Gott, ich mach diese ganzen Fieberträume hier wieder alle durch. Oh, ich kann die Maske nicht ausziehen. Hier sollte ich wieder sicher sein. Gute Arbeit, Techniker. Du hast dir Zugang zum oberen Ost-Serverraum verschafft. Hier solltest du vor der Entität in Sicherheit sein. Geil. Oh, das war doch, war das nicht hier, wo wir... Keine Sorge wegen der bösen Entität hier drin. Sie kann dich nicht aufspüren, jedenfalls fürs Erste nicht. War das nicht der Raum von Vanni, wo sie gelebt hat? Ach, Vanni ist ein System. Du hast die Stromversorgung auf der Ostseite des Megapixelplex wiederhergestellt, indem du die Oberknoten deaktiviert hast. Wenn du alle Sicherheitsoberknoten im Westen deaktivierst, solltest du zu deinem Freund unter dem Roxy Race kommen. Oh Gott. Okay, dann gehen wir hier mal wieder raus, ne? Oh, je, 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 je. Oh, jetzt kommt Roxy. Music. Music. Mr. Peeper. So gruselig, diese Beats, die sie hier gibt. Kann ich da durch? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch. Warum deaktiviere ich die? Oh, schön. Okay, bin ich überhaupt richtig? Ist irgendwas. Schon cool gemacht. Das war übrigens kostenlos, das DLC, gell? Das fand ich ja schon krass. Das war schon krass, du. Okay, die muss ich jetzt finden. Musiknote. Gitarre, Stern und das. Musiknote. Yes. Gitarre. Stern. Und Blitz. Geht. Ja, ich lade es auch auf YouTube hoch. Also, falls ihr müde seid, keine Sorge. That rabbit thing's back again. Oh nein. You said it was safe here. Ich habe sollte gesagt, es ist nicht sicher, also habe ich nicht gelogen. Oh Gott, die Räume. Oh mein Gott, Hilfe. Kann ich da einfach vorbeilaufen an dem? Muss da lang, ne? Okay, das brauchen wir. Das brauchen wir. Und das. Ganz schön ungut, dass der hier so nah an mir steht. Ungut, ungut, ungut. Mm, ja. Boah. Echt ungut.
Ach so, durch das Deaktivieren von denen kommt der Hase nicht so schnell. The Rabbit. Ich ziehe das jetzt mal aus. Boah. Aber erfährt man am Ende auch, warum das hier jetzt alles so komisch geworden ist? Weil, als ja Gregory abgehauen ist, in dem Ende, das ich hatte, war ja noch alle Maschinen irgendwie da. Also das sah es noch nicht so zermüllt aus, alles. Sieht ja aus, als hätte eine Bombe ja eingeschlagen. Was ist da los? Irgendwie ist es cool mit der Maske. Was ist denn das? Ach, Stein. Toilette. Gibt's hier auf dem Plumpsklöß irgendwas? Nope. You're not trying hard enough. Oh je, die Haare, die sieht richtig durchgenudelt aus. Also du warst auch mal einen besseren Jagen. Who's there? Oh, dir keine Augen. You can't hide from me. Gregory. No! Gregory, run! Roxy's after you! Gregory, are you there? Kathy, I'm okay. I found a spot to hide. Turn off the nodes in the salon to follow Roxy. Hurry, she's close. Okay, hätte ich gar keinen Bock drauf. Warum sind die alle noch da? Und warum gehen die nicht endlich mal kaputt? Haben wir Roxy nicht... Gregory! I gotta get in there. Oh Gott. Das willst du nicht. Das willst du nicht, Girl. Oh Gott. Es ist so schön, wieder hier zu sein. Die haben wir doch voll mit einem Ding zerstört, oder? Voll Karacho. Oder? Mit einem Wagen zerquetscht. Oh nein. Oh nein, die hat jetzt... Oh nein, die ist jetzt angewachsen, die Maske, ne? Das ist nicht so schön, gell? Shit. Mama? I think I'm going to die. Ah! Ah! Du Sack, hast du gedacht, ne? Okay, die Dinger hier muss ich immer ausstellen. Weil der Sack die nämlich immer holt. Und dann... I have a problem. Oh, der ist ja da. Oh. Uiuiui, der war ja schon... Oh mein Gott, jetzt hat er die geholt. Scheiße. Jetzt habe ich ein bisschen dreamt, ne? Shit. Das ist jetzt nicht so optimal, gell? Ich folge jetzt einfach mal ganz gemütlich hier diese Linie. Aber sonst war doch der Pizzaplex nicht so kaputt. Genau. Wieso ist es so schlimm, die Maske drauf bleibt, weil dann ein anderes Monster kommt, das mir den Arsch versohlt. Hä, das bin doch ich. Eyeballs? Really? Gross, 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 gross. Okay, jetzt muss ich das wieder irgendwo ausschalten. Da hinten. Oh shit. Jetzt komme ich aber nicht an dem vorbei, oder? Oh fuck, was mache ich denn jetzt? Shit, shit. Das ist jetzt nicht so geil. Ich glaube, ich bin tot. Ah, doch hier. Oder? Shit. Nein. Komm mir nicht weg.
Ja, ich bin tot. Du dummer Sack. Hast du denkt, ne? Hast du denkt. Boah. Das war jetzt aber echt wieder die blöde Sau. Okay, lass uns das mal ein bisschen aus, weil der hängt uns ganz schön mit dem Rockzipfel. Oh nein, ach, der war hinter mir. Oh shit. Wo kann ich den jetzt ausschalten? Oh je, wo ist denn das? Ich bin ein Loot-Geier. Oh, da ist er ja. Shit. Komm ruhig her, komm ruhig her, komm ruhig her, du Sack, wie Slenderman. Slenderman! Oh Gott, sag bitte nicht. Oh Gott, ich bin so langsam. Dass ich jetzt unter Druck. Oh nee, wo ist denn diese Maschine? Muss ich jetzt unter Druck? Ernsthaft? Scheiße, ich glaube, jetzt bin ich tot. Das war nicht gut, dass ich hierher gekommen bin. Jo, ich glaube, jetzt hat er mich. Lass mich. Okay. Ich glaube, ich muss jetzt unter Druck. Oh, shit. Diese Anomalien da finden. Oxy, Chica, Löffel und noch irgendwas. Ah nein, die hat mich. Shit. Ah, das ist bad. Okay, nochmal. My life be like. Ein Schaf. Okay, kein Problem, kriegen wir hin. So. So, okay. Okay. Will hier raus. Stress, Stress. Stress, 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 Stress. Weg damit. So. Jetzt muss ich hier. Oh, oh Gott, Hilfe. Oh Gott, jetzt kommt die hier bestimmt gleich und ich muss es hier machen, wetten. Oh Gott, die kommt jetzt gleich. I know it. Ich werde nicht alt im Game. Da vorne ist was. Überraschung. Die nehme ich mit. Chica ist, glaube ich, aufs Klo gegangen. Ja, so viel wie die ist.
Ich glaube, ich muss durch die rote Tür. So, und dann müsste das jetzt eigentlich hier alles endlich free sein. Jetzt aber schnell, weil jetzt wird der Typ mir nochmal hier hinterher latschen. Yes! Yeet! Hard head area. Ligette la spaghetti. Oh, hier darf ich die Maske nicht anziehen. Okay. Gehen wir dann hier weiter. No problem. No problem. Nicht anziehen. Hier über die Kratzer. Das heißt, das ist auf jeden Fall Ferxy. Roxy gewesen. Nicht Ferxy, sondern Roxy. I don't hear anything. I hope I'm not too late. Nein, keine Sorge. Jetzt gehen wir noch runter in den Kackkanal. Hallo. Da liegt einfach einer auf dem Ding drum so. Hallo. Boah, wie weit geht's denn hier runter? Oh nein. Oh nein, ich tu schon wieder. Morty? Sie ist immer so voll froh und sagt so richtig süß, Monty, freut sich voll, den zu sehen. Und der geiert da jetzt so ekelhaft rum. Sei doch kein Arsch, Monty. Oh. Schon grausam. Weil ich bin so voll, hey Monty. Monty ist so richtig aggressiv und schlecht gelaunt. Macht die richtig fertig. Kann er nicht mal nett sein? So wie der Typ von vorhin. Monty, die kleine Wasserratte, ne? Bin so schlecht in solchen Jump-Scheiß. Nein, oh Gott. Okay, geh mal ein bisschen weiter weg, bitte. Hab ich doch glatt so ein bisschen Bramble und das, Little Nightmares Flashbacks jetzt gerade. Alles gut, Monty. Can you please go away? Oh, der Sack kommt da durchgekrochen. Oh nein, bitte nicht. Nicht dein Ernst, oder? Oh mein Gott, was? Scheiße! Thank you.
Keine Ahnung, wie der mich jetzt nicht bemerken konnte. Oh shit. Jetzt aber, ne? Ganz schnell hoch jetzt bitte. Ja. Stille Nacht. Heilige Nacht. Monty ist gerüstet. Riecht so gut. Okay, ich habe genug gesehen. Ich will nach Hause. Ich finde das Game geil. Also ich finde die Idee cool. Wenn's auch vom Weg her deutlich besser. Man irrt nicht so ewig rum, weil man immer schon so ein bisschen auch weiß, wo man hin muss. Mit Pfeilen. Also beim letzten Mal hätte ich es ohne Like gar nicht geschafft. Also wirklich gar nicht. Weil man ja einfach, du warst in einer riesen Mall und wusstest nicht wohin. Das war ja schon insane. Ich fände es geil, wenn es da irgendwie noch Multiplayer geben würde mal. Gregory? Gregory! I made it to the raceway. Are you okay? I might be able to get a signal if I head deeper into the raceway. Also ich finde, sie haben sich wahrscheinlich, also ich finde, sie haben sich sehr viel vom letzten Mal zu Herzen genommen, glaube ich. Was, also von der Größe her, dass man weiß, wohin. Sie haben sich Zeit gelassen, es sind keine Bugs. Ist echt cool. Muss ich sagen. Bin echt positiv überrascht. Ach, das haben wir erstmal den alten Teil durchsucht. Oh, do you need assistance? Do you need assistance? Ich glaube eher, du brauchst Assistance. Be quiet. Ich würde mir das wünschen, dass jemand immer sagt, wenn ich irgendwie Bauchschmerzen habe, hey, brauchst du eine Tablette? Hier eine Wärmflasche. Viel angenehmer. Voll arm, wie die alle hier zugrunde gegangen sind. Okay. Hoch mit dem Strom. Obwohl ich immer noch der Meinung bin, dass wir hier was ganz Fatales machen. Oh. You might as well give up. Ah, kann ich nicht hier diese Anlage machen? Ah, genau hier. Genau, oh, nice. Geil. Geile Funktion. Geil, geil, geil. Die kann sehr gut hören, gell? Nachdem wir ihr die Augen rausgepult haben. Roxy, die Hübsche, die hat voll die coole Stimme. Gregory? You can't hide forever. She hasn't found him yet. I better find him first. Ja. Wenn du ihn überhaupt findest. Ein Plush-Baby, süß. Okay, das ist wieder ein Computer. Do you really think we won't find you?
Ja, ich glaube, ihr sucht schon eine ganze Weile und habt mich noch nicht gefunden. Wenn ich das mal so frech andeuten darf. Okay, das heißt hier, ne? Ah, ne, hier. Ich glaube, dass die hoffentlich jetzt auch eine weitere Tür kaputt gemacht hat. You can't hide forever. Oh mein Gott, wie konnte mich die denn sehen? Die kann mich doch gar nicht sehen. Wegen dem Licht oder was? Das müsste mir jetzt aber nochmal erklären. Holy shit. Jetzt sind wir hier. Ach, stimmt. Die kann mich auch mit Maske nicht sehen, ne? You can't hide forever. She hasn't found him yet. I better find him first. Are you? Ah, okay, ich muss die von... Ja, ja, ich zieh sie ja schon aus. Yes. Okay, gut. Ey, Stress. Das Spiel ist echt geil. Also die Mechanics und die Ideen sind richtig, richtig geil. Okay. Rein in den Lachs. Die wirkt ein bisschen aggro. Oh, ich kann meine Maske nicht absetzen. Okay, jetzt aber schnell, die wird hier irgendwo sein. Okay, let's go. Fast überfahren, ja. Give me back my eyes! Let go! Let go! I'm sorry. Error. Hä? Das heißt, sie sind entweder nur auf dem Gregory voll eingefahren. Gregory! I'm in Roxy Racers! Say something! I can hear you. Can you hear me? Yes, I can. What happened here?
It looks like the whole place fell in. Something tunneled out. Broke everything. And now I'm stuck here. Okay. I really think I need to go get help. Or call the police. What? How is that supposed to help? There's no time. Fine. Am I even close? Where are you? This place is huge. Down there. Sinkhole under the raceway. Under the raceway. Helpy, how do I get down there? Dieses Gebiet wurde von der Sicherheit gesperrt. Wenn du deinen Freund retten möchtest, musst du die übrigen Sicherheitsknoten bei Bonnie Ball und Phaser Blast deaktivieren. Okay. Also das heißt, sie sucht wirklich nur einen Gregory, gell? Die sind alle auf den programmiert, aber warum? Frage ich mich. That is the question of the day. Why? Why Greg? Gregory. Was ist denn hier eigentlich auf dem Boden hier gewesen? So ein Freddy-Bärchen. Den würde ich auch gern sehen. Wieder mal das Freddy-Bärchen. Hang in there. Ja, das kommt auf YouTube. Hier war ich auch so schon cool, hier wieder überall durchzulaufen. Hier waren wir doch in diesem Panic Room, falls ihr euch erinnert. Was zur Hölle war denn das? Oh, hallo. Geschenkis. Was war denn das gerade für ein gruseliger Raum? Oh, ein Geschenk. Wer erinnert sich noch? Oh, Comicseite. Oh, der arme Gregory, wie er hier so arm rumrennt. Und ich weiß wohin. Hier ist nichts. Okay. Accepted. Ich freue mich schon mega, das ganze Video zu schauen. Ach, ihr seid so süß. Okay, das heißt, wir müssen... Ich glaube, noch in diese Riesenhalle nach unten. Was steht da? Off Limits. Oh, ich darf hier nicht rennen. Okay, es ist schon echt sehr kreativ und cool gemacht. Ja, hier ist doch die Küche, oder? Oh Gott. No, Mamma Mia. Oh nein, ich weiß, was hier ist. Der DJ. Mr. People. Oh Gott, das ist der DJ hier. Boah, das war stressig. I remember. Oh shit. Gott, wie gehen wir hier nach hinten? Wir folgen mal einer. Oh Gott. Oh shit, ich war... Dinge, auf die ich nicht vorbereitet war. Ich dachte, ich kann den irgendwie aufladen und nett machen. Uiuiuiuiuiuiui. Wäre halt richtig geil, wenn man das Game zusammen durchspielen könnte, ne?
Ich wollte ihn wieder, ich wollte ihn anfassen, wie diesen Aufpasser, den Kindergärtner. Dachte, ich kann dem Gutes tun, ihm mal über den Kopf streicheln. Der dachte sich, don't touch me. Das heißt hier am besten auch durchsichtig sein. Oh shit, da sind ja voll viele. Uiuiuiuiui. Die kann ich wahrscheinlich dann hier jetzt auch überall hinlocken, ne? Da gehe ich da jetzt nicht rein, weil ich ja weiß, was passiert. What are those things? Shit. They look like the DJ. Aber warum sehen die mich? Warum sehen die mich? Ich hab doch die Maske auf. Oh. Da muss ich die jetzt weglocken, ne? Über die Kamera. Ui, 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 ui. Genau. Ach so. Ich dachte, die sehen mich nicht. Okay. Also da sind die, da bin ich. Sind die jetzt? Sind die jetzt weg? Oh shit, da sind die jetzt. Gregory, are you there? Das ist eklig. Gregory, are you there? Mal gucken, wo ich die gerade hinlocken muss. Those things. They look like the DJ. Jetzt sind die ja weg. Das ist ja auch gut so. So, dann haben wir das schon mal. Oh, da ist ja einer. Uiuiuiuiui. Jetzt sind die da hinten alle verstreut. Okay. So, kann ich die noch irgendwo hinlocken? Bin gerade unsicher. Oder kann ich vielleicht noch irgendwo anders hinlatschen? Da. Kann man ja unter anderem auch hin. Da war aber noch irgend so eine Stromversorgung vorhin. Oh shit. Lass mich. Oh. Könnte schwierig werden. Okay. Okay, jetzt sind die alle hier hinten. Das ist schon mal gut. Heißt, ich gucke jetzt mal. Ob ich hier jetzt irgendwie weiterkomme. Ich guck einfach mal.
hier ist ja auch noch einer, ne? Da gab es doch auch so eine Stromversorgung. Die war hier vorne, gell? Da muss ich ja auch noch hin. Kann ich mich hier irgendwie vorbeisneaken an denen? Hello, darkness, my old friend. Oh, shit. Oh, Gott. Wie sehen die mich? Wenn ich zu laut bin? Wenn ich zu nah an denen hinterherlatsch? Was ist der Deal? Kann ich ja nicht mal was verwenden. Hier kann ich ja gar nicht. Ah doch, hier kann ich den Rechner. Ah. Okay. Da sind wieder welche. Ah, und das ist auch wieder so ein Teil. Ich glaube, ich muss aber... Hier ist ja nichts mehr. Ich glaube, ich muss echt noch mal zurück. Und die von dieser Bowlingbahn weglocken. Ich tue euch nichts. Alles in bester Ordnung. Wenn man nicht rennt, bemerken die einen nicht. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir irgendwie... Ja, auch keiner hinterher rennt. Was ohne? Ohne? Ah, mit Ananas oder Pizza mit Ananas oder ohne. Sagen die meisten natürlich ohne. Oh nein. Und bemerkt der Sack mich jetzt? Muss ich schleichen? Mal, ah, hier darf ich das verwenden. Hier alles schon gemacht? Ich glaube ja, aber den da hinten nicht. Wie fehlt mir denn noch? Zwei. Gehen ja diese Linien durch, so. Das sind ja zwei.
Folg mal den da hinten hin. Man sieht auch gar nicht, welche noch an sind. Geht es hier auf? Nee. Eine muss hier drin sein. Hä? Eine ist hier drin. Interessant. Hier, aber wie komme ich denn da hin? Also eine fehlt mir noch draußen und hier muss ich wahrscheinlich jetzt irgendwie weiter düsen. Ah, jetzt. Now we're talking. Oh nein. Hier ist ja noch eins, ne? Vielleicht mal gucken, wo das hinführt. Es ist wirklich zu ruhig, ne? Da passiert jetzt gleich noch was. Ich fühle das. Oh shit, okay. Dafür habe ich doch diesen wunderbaren PC, ne? Um die Schweine jetzt wegzulocken. Jetzt hin. Dann sollte ich nämlich eigentlich ohne Stress da gleich lang können. Oh shit. War dann doch ein bisschen zu nah an mir. Okay, es ist die Cam. Gregory, are you there? Gregory, are you there? Gregory! Gregory, are you there? Wie eklig die da hinrennen, ne? Diese kleinen Säcke. Da ist es doch. Geht's dann hier weiter? Darf ich wieder keinen verwenden, ne? Aber ich glaube, hier ist dann der letzte. Muss jetzt irgendwo den Schalter finden, wo ich das ausmachen kann. Ich glaube fast, dass wir hier dann das dann finden. So. Den Schalter in dem einen Raum habe ich ja schon ausgeschaltet. So, das heißt, ich kann jetzt hier lang. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Ah, super. Es ergibt alles einen Sinn. Okay, wo sind die Dinger jetzt? Da, genau, den habe ich ja ausgemacht. Deswegen kann ich die Maske hier verwenden. Aber hier nicht, weil die da hinten sind. Das heißt, ich brauche hier irgendwie wieder einen PC, um die Schweine da irgendwie wegzulocken, weil da muss ich hin. Uiuiuiuiui. Okay, warte mal. Vielleicht ist der... Ah, hier ist doch einer. Okay, dann heißt es jetzt, ich locke
Genau, ich muss jetzt, glaube ich, hier hinlocken. Da. Und dann ganz schnell hier hinrennen. Deswegen ist nämlich auch diese Tür auf. Damit ich von der anderen Seite nämlich kommen kann. Das gibt alles einen Sinn. Das Game ist wirklich ein Fiebertraum. Da muss ich die nochmal zurückrufen. Gregory. Yes. Ha. Und jetzt mussten sie aber wieder zurück zu einer anderen Nummer. Oh, shit, was macht denn der jetzt hier? Ach, jetzt dieser einzelne Sack hier. Hä, warum hat er mich denn so auf den Trichter? Hau ab. Ich muss einfach nur von hinten wieder rein. Ja, da komme ich tatsächlich nicht mehr hin. Scheiße, nein. Ach, so ein dummer Sack. Oh Mann. Oh Mann. Save the Diver Part 2 habe ich heute Mittag gespielt. Genau, das kommt morgen um 12 und morgen Abend kommt dann das, was wir hier gerade durchspielen. Fleißig, fleißig hochladen. So. Die Minimedaille. So, was und wie und was. So, jetzt muss ich erstmal an den PC hier, glaube ich. Gregory, are you there? Ich hoffe, das war jetzt richtig. Und dann außenrum. Puh. Ich glaube, das ist ein Bug und es ist gut, dass es einer ist. Uiuiuiui, warum waren die denn jetzt wieder resettet, die Dinger? Uff. Ah, hier. Ah, let's go. Okay, jetzt können wir wieder ganz zurück zur Mäschk. Gott, warum sind die wieder alle da? Die Schweine. Okay, es passiert doch schon gleich irgendeine Kacke wieder, oder? Oh, jetzt sind wieder alle hier. Oh Gott. Es müssten jetzt aber eigentlich alle deaktiviert sein, ne? I don't trust the situation. Okay. Oh Gott. Okay, let's go. So, einmal bam. Bam. Bam, 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 bam. Bam. Bam, bam, bam. Und dann dam, 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 dam. Uiuiuiuiui, das wird ja immer komplizierter hier. Uhuhuhu. So. Hat sich jetzt nichts geöffnet? Sollte sich hier jetzt nichts öffnen? Hä?
Hä? So, hier. Ah. Durch den roten Vorhang. Angst, dass der Typ gleich kommt. So witzig, wie ich hier manchmal... Oh, der Häse. Gute Arbeit. Dieses Ventil ist direkt mit dem Faserblas verbunden. Every single time I get in one, it breaks or something jumps out at me. Never mind. I'll use the vent. Oh shit. Durch die... Ach witzig, jetzt bin ich in dem Stromding drin. Im Kabel. Richtig irre hier. Uiuiuiui, was war das hier für ein Schwert? Witzig. Okay, dann gehen wir weiter runter in den Schacht. Braucht man wirklich eine Epilepsie-Warnung? Puh. Excalibur. Ein Zelda. Zelda. I bet those security notes are all the way down there. Oh Gott, das ist, glaube ich, so die ätzende Passage. Caution, watch your head. Ja, ist ja auch normal, dass die Leute durch den Ding krabbeln. Bad Bear. Schlechter Bär, böser Bär. Oh, kommen wir jetzt vielleicht zu Freddy? Das ist vielleicht der Bad Bear, weil der geholfen hat, das alles hier zu verschlingen. Witzig, das ist dieses Space-Ding, das fand ich so cool. Das ist schon cool, nur wie das so durchlatscht. Okay. Oh, ich kann es hier nicht ausziehen. Oh, shit. Oh, oh. Oh, oh. Oh, höre ich da Freddy? Süß, wir hören hier Freddy reden. Ich glaube, der dumme Hase kommt jetzt gleich, ne? Ja. Wusste es. Shit. Ah. Ah. Okay, nice. Hau ab. Sehr gruselig. Ist der gerade hängen geblieben oder so? Wo ist denn... Ah, hier. Schnell! Oh nein! Keine Ahnung! Kann ja gar nicht funktionieren. Hä? Soll es gehen?
nein, so knapp. Ich hab's so knapp geschafft nur. Och Mensch. Ist euch eigentlich zu laut oder passt es vom Sound? Nu, wusstest du eigentlich, dass das Ding, das du nur siehst, einen Namen hat? Nee. Pass, 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 pass. Oh, jetzt muss ich es nochmal machen. Okay. Die Musik. Oh, fuck. Uiuiui, mach doch sowas nicht. Shit. Lass mich. Oh, Stress. So, wie mache ich das jetzt am besten? Oh Gott, okay, also das war ja so. Oh Gott, ja. War das jetzt? Oh yes. Oh Gott. Don't ask me, wie ich das geschafft habe. Oh, oh, es ist ätzend. Oh nein, Freddy. Oh nein, Freddy ist bestimmt böse. Oh shit. Oh mein Gott. Mami. 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 Mami, ich kann nicht mehr rennen. Mami, oh Gott, lauf doch! Oh Gott, hau ab, Mann! Oh shit, oh shit. Machen sollen, ne? Ah, shit. Hätte ich mich trauen müssen? Ja, ich hätte mich trauen müssen. Oh Gott, das war ja stressig. Okay, mach doch nicht sowas mit mir. Freddy hat keinen Kopf mehr, das ist... Oh Gott, er ist weg.
Oh Gott, Stress. Oh Gott, nein. Verpisst euch doch alle. Oh Gott. Oh Gott. Renn doch, Girl. Wie langsam kannst du sein? Oh Gott. Jetzt kommen schon noch mehr von den Arschlöchern. So, erstmal aufladen. Boah. Under pressure, ey. Also wirklich. Werd nicht alt mit dem Game. Oh Gott. Aber wieso hat Freddy mich jetzt nicht gesehen ohne die Maske und die komischen Viecher schon? I don't understand. This doesn't make sense. This is not making any sense. Okay. Ah, da oben. Schön ins Loch, nein. Cassie, can you hear me? I finally have a clear signal. Gregory, I shut down all the security nodes. I'm in the Roxy party garage. Am I close? Almost. There's still one node left that's keeping the underground sealed. Where? Roxy's the final node. You need to deactivate her. But... deactivate her and save me. Save me, Cassie, please. It's so dark down here. Es ist nicht Gregory. Bin mir mittlerweile immer sicherer. Es ist einfach nur jemand, der uns ausnutzt. Gott, nein, da unten war es doch am schlimmsten. No, please. Don't do this to me. Und sogar Pfeile hingemalt. Also wenn das keine Falle ist. Oh Gott. No. Oh Gott. Foxy. Cassie. Cassie. Welcome back, schön, Cassie. Das, you remember me? Schön, dass du wieder da bist. Day. I remember your special day. Do you still like carrot cake? It has been some time since I saw you last. If I remember correctly, it is on the 11th. I remember because you are number one, twice. Have you booked your party? I'm sure your friends will show up this time. Oh, ich will eigentlich nicht sie wiederbeleben, weil die bestimmt ein Schwein ist. Cassie, what are you doing? Oh. Oh. So sorry. I love carrot cake. Happy birthday, Cassie. Fox. I'm sorry. I'm so sorry. Ui, 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 ui. Okay, warum habe ich die jetzt abgeschaltet? Damit die keinen Stress mehr macht. Gott, Hilfe, es ist hier. Gut gemacht, das war der letzte Sicherheitsknoten. Ich konnte lokalisieren, von wo aus dein Freund funkt. Das Signal kommt von unterem Raceway. Achtung, ab hier hast du keine Verbindung mehr zum Vani-Netzwerk. Super, toll. Das ist jetzt 100 pro böse. Weil sie gelitten hat. Glaubst du, dass sie gelitten hat? Haben wir jetzt alle eigentlich schon getroffen? Fehlt da nicht noch jemand?
Oh Gott, jetzt habe ich auch keine Sicherheit mehr, ne? Meine ich jetzt wegen der Cassie oder wegen der Foxy oder wegen der Roxy oder der Toxy? Oh Gott, ich hätte das so Schiss. I don't have a good feeling about diese. Shit. Ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht mal so gut. Gott. Ich glaube, das ist nicht Gregory, zu 100% nicht. Auch, wieso weint sie denn jetzt immer noch wegen der Roxy? Gott. Das ist 100 pro Freddy, Vanny, irgendeiner, der Hase, irgendwas Böses. Kein Gregory. Kein Gregory. Das ist nicht Gregory. Die können die Stimmen von den Monstern annehmen. Safe, safe. Ich hätte die zweite von vorn mitnehmen sollen. Bisschen Water. Oh yes. Shower. Oh nein, ich kenne diesen Kack hier. Da ist doch Foxy damals überall durchgebrochen. Oder Roxy? Foxy. Du bist präsent mit einem Spotlight drauf. Das sind mir die liebsten Geschenke. Ein FATS-Token. Der neue Bitcoin. I am a candy cadet. Come get your candy now. I will tell you a story about a mother and a little boy who lived alone in a cabin in the dark woods. Ja, und wie geht's weiter? Du kannst mir doch nicht irgendwie so einen Anfang hinhauen und dann mich das Ende erzählen. Gott, es geht immer weiter runter und weiter runter und weiter runter. Und auf einmal sind wir in Until Dawn und es sind überall Wendigos. Wo zur Hölle? Diese. Oh Gott. Why are there burners everywhere? Ah, da ist like Freddy's the inside Box. Of an oven. Freddy's Box. Ach, Herr Jemini. Die Tür muss aufgehen. Das ist noch ein Geschenk. Oh, oh. Oh, guck mal. Freddy wurde vom Hasen irgendwie übernommen. Oh Gott. Ich ahne Böses, Leute. Oh Gott, schon wieder weiter runter. Also auf jeden Fall haben wir schon mal den Freddy seine Box gesehen. Gott, ey, da würde ich niemals runtergehen. Das ist ja maximal gruselig. Da ist ein Rucksack.
Rucksack. Süß. Den würde ich gern nehmen. Ich hätte ihn gern selber. Jetzt haben wir wieder Strom. Das machen wir als erstes. Auf einmal kann ich wieder die Vanni verwenden, was sehr sass ist. Oh, 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 oh. Ah, okay, das muss offen sein. Ah, Sicherheitsprotokolle deaktivieren. Nein, eigentlich nicht. Das ist so dumm. Gott, was ist denn da drin? Der Hase, scheiße. Der ist da drin. Und deswegen solltest du das... Oh nein. Gregory? Ich wusste es. You're not Gregory. What are you? I'm Gregory. Es ist Freddy. Es ist Freddy. Es ist Freddy. Gotcha. Get out of here. Run! Oh, Roxy, süß. Oh God! The thing in the basement sounds just like you. How do I know this is you for real? Is there another option? You need to get out of there now. Oh shit! How? My friend has access to the building map. Just follow the instructions. Oh my God! Und wer ist jetzt das? Was? Rechts hat er gesagt, ne? Oh shit. Oh shit, ich kann nicht mehr lang. Ja, ich weiß, ich kann auch gerade nicht rennen, Mann. Oh mein Gott. Wohin? Shit. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ja, ja. Oh. Oh. Ja. Ja, wohin? Oh shit. No freaking way. Now it's free. It's not your fault. I know you did it for me. To save me. But we can't risk being followed. I'm sorry. Gregory? No! Holy shit, was? Five Nights at Freddy's, what?
Nee, oder? Aber erstmal, was macht Gregory in den Ding? Warum haben wir uns nicht abgesprochen? Bei meinem Ende war Gregory wieder dort. Er sagt, er ist gar nicht drin. Wer war das Ding da unten? Bin ich jetzt tot? Wahrscheinlich schon. Das Ding hatte ja Haare. Gibt es da irgendwelche Theories? Irgendwelche Theorien? Wer war das Ding? Wo war Freddys Kopf? Und wieso gab es den Hasen und die ganzen... Das war der Mimik. Das Teil ist die Mimik. Ach so. Das Ding war der Mimik. Es gibt noch zwei Secret Endings. Richtiger Plot-Twist. Das Ding war kein Freddy. Das Ding war der Mimik. Er kann Stimmen nachmachen. Oh mein Gott. Er hat uns geopfert. Irgendwie ist das weird. Da gibt es doch bestimmt noch irgendwie einen krassen Plot-Twist. Also das Pixarplex war durch ein Erdbeben kaputt. Genau. Wahrscheinlich auch durch den Mimik. Da hat der Herr gesagt, es kam irgendwas vom Boden. Es war wahrscheinlich durch den. Und dadurch konnte der mich überhaupt rufen. Aber wer hat den freigelassen? War das der Freddy, ein Prototyp? Mimik, der Eklige. Und das Pixarplätz ist nicht wegen Erdbeben kaputt. Du hast den freigelassen in dem DLC gerade. Ja, aber wie konnte er zu mir sprechen, wenn er noch nicht frei war? Ich habe ihn ja quasi freigelassen, indem ich diese Sicherheitssysteme unlocked habe. Aber er konnte ja davor schon mit mir sprechen. Und es gab ja ein Erdbeben, das kam ja scheinbar auch von ihm. Cassie. Oh, okay. 100 Pro leben wir noch. Also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir 100 Pro noch leben und dass es das Safe Call noch eine Option gibt, dass wir auf jeden Fall weiter spielen, weiter leben können. Ich glaube nicht, dass es das einfach war. Aber ich bin sehr neugierig wegen den anderen Enden und die schauen wir uns jetzt noch an. So, der liebe YouTuber Benden hat sich hier die Mühe gemacht, das alles zu spielen. Deswegen schauen wir uns das mal die Enden an. Okay, interessantes Ende. Nächstes Ende. Also je nachdem, wo du hin abhaust, ne, hast du verschiedene Enden. Das waren die letzten Enden. Das waren die drei Enden. Also eigentlich keines so wirklich ausschlaggebend, muss ich ehrlich gestehen. Aber hey, Leute, ich glaube, es wird einen weiteren Teil geben. Man hat ja am Ende noch Roxy den Namen sagen hören. Deswegen glaube ich, geht es auf jeden Fall weiter. Und ich denke, dafür wird es sicherlich auch eine Plot-Twist-artige Erklärung geben, warum man mit dem Aufzug jetzt abgestürzt ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es absichtlich so gemacht worden ist. Wir haben auf jeden Fall die Kreatur freigelassen. Ich glaube, durch die Kreatur gab es ein Erdbeben, weswegen sie überhaupt zu uns sprechen konnte. Es war Mimics Hülle, das sagen mir hier die Leute auf jeden Fall. Aber das DLC war so viel besser als das Main Game, muss ich ehrlich auch sagen. Mir hat das, also man muss echt sagen, Props an die Entwickler, die haben sich alles zu Herzen genommen, was man gesagt hat. Dieses gar keine Glitches,
dass einfach die Gegner nicht so super ätzend anstrengend sind und vor allem, dass man viel mehr weiß, wo man langlaufen muss. Also ich weiß noch, ich habe ja auch den kompletten anderen Teil jetzt played, findet ihr unten in der Beschreibung. Da bin ich ja wirklich teilweise 3 Stunden rumgeirrt. Also ich habe 3 Stunden Material weggeschnitten, weil ich einfach nur gesucht habe. Das haben sie echt cool gemacht. Die Leute sagen, Gregory wollte nicht, dass der Mimic ihnen folgt. Das ja, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, vielleicht sind wir auch irgendwie Vanny oder ich weiß, Vanny ist ja ein Softwareprogramm, aber vielleicht, ich weiß es nicht. Schreibt mir mal eure Theorien oder was schon rauskam, gerne in die Kommentare. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Über einen Daumen nach oben, Abo und Kommentar würde ich mich immer sehr freuen. Und wenn neue Games rauskommen, macht's gerne wie hier bei Five Nights at Freddy's, sagt mir Bescheid. Und dann kann ich mich auch nicht mehr davor drücken. Dann sehen wir uns auf jeden Fall in den nächsten Videos. Das war mir wie immer eine Freude. Und der Chat sagt euch auch bye. Und bis bald.